Irgendwann läuft er noch mit dem BBV. Ja, so verstanden kann man. Was ist das denn Ding? Spaß. Da kommt er zurück. Hätte er schon wieder Explosion Richtung Stützpunkt in dem Boot übernommen. Richtung Ost. Ah, hab's doch gewusst. Jetzt alles klar. Viel Spaß. Voll klar. Ich bin jetzt hier, Wolf, komm. Ja, Adler, aufsetzen auf Fahrzeuge, selbstständiges Verlegen. Sie fahren zuerst raus, nicht dass die Schlauchboote sie von den Haufen fahren können. Naja, machen eine Funküberprüfung unter Wasser mit Kollege Tweak und dann geht's los, komm. Okay, Funkgerät, Einstellung mal öffnen. Ja, also verstanden. Ich bin neben Ihnen, mit ESC, wenn wir losfahren. Richtig, ja, richtig in die Addons rein. Jemand eine Harpune mit? Naja. Wir können das Funkgerät können wir vielleicht abmontieren und als Harpune umfunktionieren. Nee, erstmal nicht. Wir könnten auch aus Morphinen, Kabelbindern und einem Tourniquet einen kleinen Unterwasser-Harpunenbogen, was auch immer bauen. Ich hätte noch ein Kaugummi. Dann läuft das doch. Schaut einfach das Periskop tiefer aus, außerdem wird Luft geschlossen. Positiv und dann erstmal halt, erstmal sehen, ob wir von hier was sehen. Ganz schön schlechtes Wetter da draußen. Ist ja auch hohe See, ne? Ich hatte gerade Audiokontakt auf MG, ist das korrekt? Kann ich aktuell noch nicht bestätigen. Ich habe auch sowas gehört. Auf jeden Fall mehrfacher Beschuss. Also ratatatatat. Feuerstoß heißt das Motto, wonach ich gesucht habe. Naja, gerade erneut. Wieder ein kurzer Feuerstoß. Also in unserem Landegebiet ist auf jeden Fall eine Flugabwehr. Die schaut so ein bisschen in unsere Richtung. Flugabwehr, gepanzert Flugabwehr oder wie meinst du das? Ne, starte ich mal hier stand gleich. Okay, ein Sniper auf dem Dach. Gut, mehr kann ich ja aktuell nicht aufklären. Was meint ihr beim Vorrücken? Ne, warte mal. Ich sehe gerade, die Patrouille läuft gerade den Zaun entlang. Ich meine, das sind 10 Mann. Also die dann direkt aus dem Wasser auszuschalten, wird schwierig. Würde ich sagen, warte mal noch, dass die über Hügelkante sind. Frage, Lima Zulu Romeo. Vielleicht Alternative, da ja offensichtlich dort gar keine oder wenig Truppen vorhanden sind. Moment, das prüfe ich mal. Positiv, Gruppen kann ich nicht erkennen, allerdings auch keine Deckung. So, verstanden. Dann eine Frage noch,
M416 oder MP7? Wie sind die Distanzen da ungefähr bis zu den zwei Mann? Nach Anlandung sind die etwa 200 links von uns. Also 416. Okay, Patrouille bewegt sich weiter, allerdings ja, immer noch sehr, sehr nah. Wir warten auf jeden Fall, bis die weg ist. Ah, verdammt, nächste Patrouille aufgeklärt. BTR-Stellung oder so. Zur Information, nächste 10-Mann-Patrouille aufgeklärt, bewegen sich ebenfalls jetzt aktuell von links auf diese Sandsackbarriere. Okay, folgendes, wir können dann das gleich nochmal angehen. Wir machen das jetzt so, lassen das U-Boot hier zurück auf die Markierung, die ich auf Karte markiert habe. Da ist ungefähr der letzte Mann von denen. Da müssten wir raus, müssen sie uns sofort nach rechts drehen und dann halt 10 Mann ausschalten, ne? So, verstanden. Klingt spannend. Bin ich auch. Wir können das Wasser hier als Deckung nutzen. Gut, sollen wir dann das U-Boot ein bisschen tiefer parken auf Meeresgrund? Müssen es auf jeden Fall wiederfinden, wenn es geht. Ja, sollten wir dann markieren. Hast du mal auf der Karte markiert mit blauem Punkt? Gut, dann setzt es mal noch ein, zwei Meter tiefer, muss ja nicht ganz auf den Grund. Teleskop ist ausgefahren, eingefahren. Jake, für dich zur Info nochmal, du musst mindestens die Waffe 30 cm aus dem Wasser raushalten. Nur alleine wenn heute. Okay, kennst du schon, alles klar. Gut, dann nichts gesagt. Sieht so gut aus? Sieht gut aus, okay, dann alle absetzen. Du, findest du den Weg? Muss, denke ich mal. Microdecker funktioniert unter Wasser nicht, oder? Sieht so aus, ja. Na dann, alle dir erstmal nach. Richtung 240, oder? Würde hier erstmal Halt machen, weil wir hier schon ziemlich seichtes Gebiet getroffen sind. Okay, dann verteilt das schon mal wie eine Art Feuerlinie in Richtung Strand. Okay, ihr seht doch dieses größere Haus, ne? So ein bisschen durchs Wasser durch, oder? Positiv Richtung West. Okay, in der Verlängerung direkt auf uns zu.
Beziehungsweise, ja, also da ist dann diese Sandsackbarriere. So, verstanden. Ich bin bereit. Nochmal zur Information, der Feind kann aktuell noch weiter links von uns sein. Läuft in Patrouille, in Kolonne. Frage ist halt, ob man den hier überhaupt visualisieren kann. Guter Einwand. User disconnected from your channel. Okay, bereit. Also wenn dann nur erstmal ganz lang. Patrouille sehe ich links von uns. Richtung 235. Bewegt sich auf uns zu. 4 Marken. 5 Marken. Korrigiere 230. Positiv. Bewegt sich aber von uns weg. Das werden mehr. Also Patrouille habe ich in Sicht, weiß aber auch noch nicht, in welche Richtung die so richtig hier laufen. In der Richtung her wird es eigentlich passen zu, also wenn die sich entfernen, wird es passen zu denen, die ich schon vor uns aufgeklärt habe. Ja, die entfernen sich, die tauchen immer weiter auf, das was Chaser meinte, weil die aus dem Schatten, da im Endeffekt aus dem Bergschatten rauskommen, das können wir nicht aufklären dann. Ja, positiv, die Haltung der Waffen lässt vermuten, dass sie sich entfernen. Naja, positiv, das würde auch auf die 10 Mann passen, also das könnten unsere Leute sein, die wir bekämpfen wollen. Positiv, das wäre natürlich optimal, weil dann müssten wir die jetzt nicht direkt angreifen. Wie viel zählt ihr aktuell noch? Aktuell 4 Mann auf Bergkuppe, ein Nachzügler. Okay, würde sagen, die Zeit haben wir. Noch ein Nachzügler. Okay, wenn die dann weg sind, tauchen wir auf. Unser Ziel, wie gesagt, Haus markant. In Verlängerung ist ein Zaun und darunter ist so ein Sackzaun. Da sind definitiv zwei Mann AK-Schützen. Wer ist ganz rechts? Okay, wenn wir dann auftauchen, Tweak übernimmt komplett die rechte Seite, die komplette Flussufer, ich übernehme die linke, Blue und Chaser direkt voraus. Habe ich so mitbekommen. Aktuell immer noch Personen oben auf Hügelkante. Positiv, ich zähle 2, kann das sein? Oh ja, positiv 2, die hinten noch an den 8 dran sind, ja. Positiv, bisher kein Nachzügler ersichtlich, vermutlich letzter Mann. Okay, Tweak, siehst du irgendwas rechtsseits von uns? Ich sehe allgemein ziemlich wenig, komischerweise. Nur ein paar Bäume, mehr nicht. Letzter Mann fast verschwunden, empfehle noch 30 Sierra zu warten und dann loszuschlagen. Positiv. Okay, wir nehmen sofort an, erstmal wie gesagt die zwei Mann Haarbarrieren, dann schauen wir, ob wir dann rechts verlegen kann oder zu dem Haus direkt vorrücken müssen. 10 Sierra, kein Mann mehr in Sicht. Zeitung. Okay, los. Einen habe ich ausgeschaltet, den Pfoten sehe ich nicht. Wo, rechts noch? Der ist rechts am Sandsack. Keine Sicht. Ich gebe links.
Positiv, ein Mann noch. Ausgeschalten. Geh erstmal ran an Sonntag. User disconnected from your channel. Okay, alle mal kurz Stellung halten. Adler, Wolf, komm. Ja, Adler, komm. Hier, Wolf, zur Information, sind angelandet. Haben eine Sandsackbarriere als Stellung erstmal genommen, mehrere Patrouillen aufgeklärt, haben wir ziehen lassen. Komm. Ja, Adler, so verstanden, Aufklärung erkannt. Frage: Können Sie Kirchheim Nord-Ost nehmen? Komm. Positiv, müssen wir auch nehmen, wir haben hier keine Deckung, komm. Ja, Adler, so verstanden. Infanteriegruppen vom Plan abgewichen. Weiter Nordöst. Okay, hoch zum Haus. Mike Bravo, hoch zum Haus in Kolonne. Kirchheim Nordwest vorkommen. Infanteriegruppen abgewichen. Aus Nordwest drücken Sie vor, so verstanden, komm. Ja, Adler, melden Sie selbstständig, Adler. Ne? Achtet auf jeden Fall auf die Umgebung. Okay, hier vorne zu den nächsten Steinen, also hier Richtung, genau da. Siehst du dich? Du gehst so vor? Kann vorgehen, ja. Ja. Also, Blut, Dieter. Jo, alles klar, ich geh. Folge. Darf Beschuss bekommen von links, West. Jo. Hallen in Sicht voraus. Steine sind erreicht. Okay, verteilt euch mal um die Steine, versucht aufzuklären und was auszuschalten ist, auszuschalten. So ein scheiß Sniper oder irgendwas vor uns gewesen sein, hm? Prüf mal den Kran da oben, ob ich hab da Infanterie was auf dem Runway und ein BTR aktiv Richtung Westen. Okay, könnte sein. 70, Entfernung, glaube ich, müssen es 400 ungefähr sein. 280, warte, ich gehe mal kurz prüfen mit dem Vektor. Ja, 440. Wie kannst du die Ecke? Ja, ich sehe aber nichts. Ja, macht nichts, erstmal nur Sicherung halten. Das leckt ganz schön, ey. Naja, es ruckelt sehr. Ja. Schwierig da optimal zu wirken. Hier, Turm voraus sind besetzt. Jo. Ja, ich habe Bewegung neben Hangar. Gegenüberliegende Seite. Und Patrouille. Ja, richtig, die habe ich vorhin gemeint auf dem Runway. Alter, ich habe 9 FPS. Soll ich hier was treffen? Okay, ein. Oh, Kaliber 50 auf dem Dach direkt voraus. Ich glaube, da steht ein Heli oben drauf auf dem Dach. Positiv. Oh, mehrere Kaliber 50. Scheiße. Die klatzen. Die schauen teilweise alle in unsere Richtung. Richtung Nordwesten da, die Hallen oder was? Ja, Wache auf Turm, da wo das steht, Wache auf Turm, 2 Kaliber 50. Ach da, ach das meinst du, ja, ja, aber das ist ja noch weit weg. Ja, ja. Haben auch gerade 3 Stück noch gefunden auf der Baustelle. Alles was abmarkieren. Welche? Komm mal hier hoch. Ich glaube, es ist gar nicht so gut. Ach, da ist ein dummer Gruppenkanal drin, Mann. Ihr habt ja schon die 50er Kaliber und Wache auf Turm. Ja. Das ist die Baustelle, wo ihr das hingeschrieben habt. Ja. Ist das richtig? Ja. Oh, die sind aufgeschreckt da vorne, die Patrouille. BDR aktiv? Nee, SPW ist das wieder. Fährt aktuell Richtung Süd. So, wir müssen eigentlich hier vor zu den Häusern mal, die direkt, was ist das, Nordwest von uns sind. Ich habe da 4-Mann-Patrouille, habe ich jetzt aufgeklärt, die du vorhin auch gesehen hast, Lex, die sind aufgeklärt, Ja, auf der anderen Seite ist natürlich Gepard und Wespe, ne? Das können sein, dass sie schon im Vollgefecht sind.
Ja, das sieht halt so aus. Eine Vier-Mann-Gruppe so mit MG und allem drum und dran. Okay, okay, Tweak, letzter Mann. Jo. Kaliber 50 feuert. Alle grün? Ja. Voll für Adler, komm. Ja. Hier, Wolf, komm. Ja, Adler, Frage, Adler, komm. Bekämpft. Ja, bekämpft und los, weiter. Status mehrere BTRs, Kaliber 50 und so weiter aufgeklärt. Wir sind immer noch aktiv, rücken aktuell weiter vor und versuchen den Bereich zu sichern, komm. Wir müssen weiter rücken. Ja, Adler, so verstanden. Wenn sie unten noch nicht weiterkommen, eventuell über Nordwest Ufer sichern und dann zu eigenen Kräften in Kirche in Nordwest zustoßen kommen. Wie Hubschrauber startet. So verstanden, Hubschrauber scheint wohl aktuell zu starten, komm. Ja, Adler, so verstanden, keine Meldung, so, mal gucken, ne, was Gruppen so sagen, komm. Ja, wir versuchen jetzt erstmal hier weiter vorzukommen und wenn es nicht mehr geht, sehen wir uns zurück und gehen über Nord, komm. Ja, Adler, so verstanden, Adler. Kleine. Okay, Tweak, los. Gerade. Kurz Ausdauer. Bin da. Nicht ohne, dass es auf uns wirkt. Positiv, das schaut halt direkt in unsere Richtung. Ja, das ist uncool. Müssten den höchsten flankieren. Maximal von zwei Seiten oder so. Ja. Okay, Jesse Blue, könnt ihr rüberspringen zur nächsten Lagerhalle, dass ihr mal Richtung Norden dann weiterschauen könnt? Ja. Dürfte funktionieren. Gut, bist du bereit, Jesse? Ja, bin hinter dir. Alles klar, gut, dann Blue springt. An Aqua. Jesse springt. Okay, bin da. Die sinkt die Hölle. Okay, schaut mal nach. Ja. So, hier vorne hatten wir schon Kontakt. Ich geh jetzt mal auf den Marsch und schau mal rechts in die Ecke. Kaliber hat sich aktuell verdreht. Könnt mal ausschalten. Hat die erst bekämpft, ne? Ja. 10 Mann westlich laufen ganz entspannt. Wie gesagt, Kaliber 50 aktuell nach Süden ausgerichtet. Könnt mal ausschalten. Ja, von meiner Position optional, wir rücken hier mal ein bisschen weiter vor, hier haben wir auch noch seitliche Deckung. Noch mehr Kaliber 50, in allen Richtungen ist ja Kaliber 50 da drauf. Was ist denn das für eine Entfernung? 100, 200, 300, könnte passen. Okay, wenn ihr dann bereit seid, ich würde mitwirken hier von hier. Wenn du auf unsere Position kommst, kannst du optimal auch noch besser wirken, wahrscheinlich sogar. Ich habe eine optimale im Blick hier, alles gut. Okay, nach Norden soweit frei? Momentan ja. Der Einzige auf Kaliber 50? Positiv, Blue bereitet gerade Schuss vor. Okay, Feuerüberfall vorbereiten, Blue, sag Bescheid, bin bereit. Mann, nicht so viel Scheiß, 1,8 einstellen, 300 Meter etwa. Alles klar, 1,18 eingestellt, bin drauf eingestellt, ich warte auf euren Feuerüberfall. Okay, Blue, Feuer frei. Dreht, 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 Vorsicht! Ist bekämpft, ist bekämpft! Sehr gut. Wir haben Schützen auf dem Dach immer noch, also ein Anti-Air ist vor allem noch vor Ort und da sehe ich noch einen Kopf, also so einen Helm sehe ich auf jeden Fall auch noch. Das sind noch, es sind in alle Richtungen, ist mindestens ein Kaliber 50. Okay, da davor ausgeschalten. Patrouille ganz weit im Süden, bewegt sich auch weiter Süd, kann man ignorieren erstmal. Ja, da ist noch ein Fahrzeug rechts davon, ne? Vom Backsteinhaus. Positiv, ein Jeep. Oh, da ist eine SPZ. Wo? Ich korrigiere, es ist eine SPW links vom Turm, südlich, 180 Grad. Steht. WTR auch Richtung 170. Ja, da meiner schaut aktuell Richtung Südost, aber. Falls du den meinst. In dem Tower halt, oben. Aktuell aber kein Visual mehr auf ihn.
Positiv, auch keine Einsicht mehr. Im zweiten Lager hat er vor Rückenfrage. Positiv, macht das. Ne, warte, warte, halt, halt, BDR beim zweiten BDR. Positiv ist er gerade an der Lagerhalle vorbei. Distanz 55. Er verlässt Gebiet, Lasten fahren. Meine 30 Sierra dann einrücken, vorbereiten. Warte, Herr Wolfkamp. Beschuss, ja, Beschuss. Ja, das war ich. Okay. Hier Wolf, zu Ihrer Information, BDR abgerückt Richtung Süd, wird aber irgendwann wiederkommen, auf jeden Fall auf die Richtung mit Obacht geben kann. Ja, Adler, BDR abgerückt Richtung Süd, kommt wahrscheinlich wieder, komm. Positiv, Wolfende. Naja, da hat sich nur gerade jemand in dem Backsteinhaus gezeigt, auf den ich gerade gewirkt habe. Weiß nicht, ob er ausgeschaltet ist oder so, das schon reingelegt hat. Östlichstes Fenster, nördlichste Fassade. Okay, geht er rein? Naja, wir versuchen das gerade langsam mit einer Flashbang zu machen. Positiv. Euer Kontakt, Heli oder sowas? Gesicht. Ja, Heli. Ja, 2x Mi 8 Transporthelikopter. Adler, Wolf, Eilmeldung 2x Mi 8 Transporthelikopter Richtung Südwest, komm. Frage, soll man drauf wirken? Stinger bis jetzt? Ja, negativ. Adler, soweit er kann, dritter Helikopter weiter westlich. Negativ. Okay. Wolf, Ende. Frage weiter zum Backsteingebäude. Halle gesichert. Positiv. Weiter vorrücken, ich habe dieses Fenster im Blick, kann euch unterstützen von hier. Die Helikopter setzen zur Landung an. Direkt vor uns. Könnt ihr die bekämpfen, solange sie oben sind? Optimale Schuss wird gerade auf Cockpit. Positiv, Feuer frei. Ach, lade. Frage, Raketenwerfer? Ne, ich spare den für den BTR zur Not. Wir haben noch mehr Richtung Süden, ebenfalls ein Heli. Süden landet ebenfalls. Die landen genau vor den Hangel. Okay, jetzt sucht der Steckung. Wirkt von da aus, sobald sie abgesetzt sind. Weg bereit machen. Oh, ich nehme es mal an. Es leckt. Granate raus. Ja, positiv. Schön. Oh, der ist voll besetzt. Die Infanterie setzt ab. Ja, voll frei. Zweite Granate. Lade. Sieht gut aus, Jungs. Immer noch besetzt, der zweite. Jo.
Wie beim Mohin schießen hier. Ja, ich bin ein bisschen verwundert leider. Da sitzen immer noch jede Menge drin. Halt aber die Drohnen noch aufrecht. Ja, momentan alles gut. Zweiter Heli, immer noch Infanterie im hinten drin. Naja, erster auch. Ich hab leider keine Granaten, sonst kann ich hier nicht wirken. Tweak, hast du noch eine Granate, Splitter? Tweak? Positiv. Okay, komm mal. Zweiten Heli eine Granate drauf? Komm mal her, komm mal auf meine Position hier. Oder. Okay, dann los. Ja, Achtung, Vorsicht, geht in Deckung, Tweak wirft. Oh Gott, die ist zu kurz, oder? Ja. Weil ich gelegen bin. Die war zu kurz. Werf noch eine. Ah, aus, abgesessen, ein Mann. Ausgeschalten. Hey, der hat 6 Treffer kassiert. Zweiter Helikopter setzt hinter uns auf, irgendwo Richtung Westen. Ja, alle bekämpften im Heli hier? Ich glaube nicht. Ich habe im Inneren 2-3 Mann ausgeschalten. Ihr habt in der Lagerhalle 1, die wir gesichert haben, liegen noch 2 Infanteristen. Die hätten noch Granaten wahrscheinlich. WTF wird auf 150 Grad weit hinter Zaun. 160 Grad. Lexa, für dich zur Information, außerdem ich habe jetzt nur noch 2 Max. Du, Chaser? Er ist bekämpft. Oh, der hat eine RPG dabei gehabt. Infanteriegruppen Richtung Nord. Siehst du die? Im Hangar? Ja, aber die sind 900 Meter entfernt. Ja, zielen aber auf uns. Heli? Beim Heli im Hangar. Hey, nicht vor mich, nicht vor mich! Gehst du weg! Munitionsstatus rot. Ich sag aber noch nicht vor mich, Mann! Ich war die ganze Zeit vor dir, wo soll ich denn hin? Ich kann mich nicht teleportieren. Geh mal quick ins Häuschen und mich verbinden. Lade. 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 Könnte ja jemand noch gebrauchen, das ist wie Mohin schießen hier. Lade. Oh, ich habe ja nur angeschossene Magazine. Jetzt. Was ist denn hier los? Ich hab nur angeschossene Magazine. Ich komm gleich raus, Leute. Jetzt sagst du Bescheid, wenn ich kann. Ja, mittlerweile habe ich hier fast alle ausgeschalten. Einer abgesessen, abgesessen. Hab einen Jam in der Waffe. Wo ist der Blue? Ist der tot? Ist bekämpft. Lade. Hat der Wolf kam. Wow, Vorsicht bitte. Ja, klar, warte. Zur Information, wirken aktuell noch auf den, warte, auf die. Also verstanden, wenn du dich Richtung Nordwest zurückgezogen hast, Richtung Strand, Hilfung. Kann ich wieder raus? Feindlicher BTR ist jetzt an Markierungen wieder vom SPW, am mehrstöckigen Gebäude. Lexi, ich hab nur noch Fremdwaffen jetzt. Ich hab mein letztes Magazin. Distanz 380 auf BTR. Ja, Schalldämpfer können wir so weg. Und letztes Magazin, nur noch 10 Schuss in der 416, spiele mich auch gleich bei den Waffen. Ladehemmung. Jetzt nehme ich die auf, komm. Ja, cool. Achtung, ich komm rein. Raus, raus hier, direkt nach Norden, Richtung Hangar. Ich habe fast alle ausgeschalten, einer ist noch aktiv. Ihr Wolf, Was bist du eingestellt?
halt, Moment. 1-8. nehmen wieder auf. Wir sind leergeschossen, wenn möglich. Logistik, ob die unser Material nachliefern können. Wir haben jetzt aktuell 2 Helis vor uns ausgeschaltet. Ein Heli im Norden unserer Position bei Taxiway, in der Nähe von Gepard oder Wespe oder keine Ahnung was. Wohl im Hangar, alle Mann so gut wie ausgeschaltet. Benötigen aber dringend Munition. Komm. Lu, ich hab für dich Munition und eine Waffe. Geht noch ein. Ja, ich habe Frage, wie viel hast du noch Restbestand? Komm. Null. Eigentlich gar nichts mehr. Also, wir greifen hier schon auf feindliche Waffen zurück. Ich habe selber nur noch ein Magazin. Also, wir haben hier insgesamt vielleicht noch 3 Magazine für alle Mann. Komm. Du kommst hier rüber, ich. Also, die Kisten mit Boot dann rüberbringen zu lassen. Mal auf Lima Solo Sierra. Aktuell aber muss ich erstmal die eigenen Kräfte wieder nach vorne bekämpft, keine Bedrohung mehr kommen. Keine Bedrohung durch Helikopter, so verstanden, komm. Gerne. Wollen wir die Lagerhallen mal sichern? Positiv, wenn ihr durch den BTR ungedeckt und reinkommt, den Eingang von der zweiten Lagerhalle, also die im Süden, habe ich schon im Blick. Aber nicht von der ersten, also nicht die nördlichste, wo ihr dran seid. Ansonsten würde ich sagen, übernehme erstmal das Backsteinhaus im Süden. Müssten wir aber wieder zurücklaufen, erst ein Stück. Ja, lass uns erst hier Lagerhallen machen. Dann hier, die nehmen uns, dann kommen wir doch zum Backsteinhaus Richtung Südost. Ja, aber der BTR, ich weiß halt nicht, ob die aktiv sind. Nee, der ist nicht aktiv, sonst hat er seine Luke unten. Ist der überhaupt besetzt? Besetzt glaube ich schon, aber ich glaube, er ist nicht aktiv. Da ist vorne aber einer umgedüstet. Die Luken sind offen vorne. Luken ja, sind deswegen. Offen. Das ist der Kackpunkt. Aber das kann auch täuschen, glaube ich, auf die Distanz. Das auf jeden Fall hier rein. Okay, dann rein in die Lagerhalle. Okay. Ich schaue auf den PTR, mal sehen. Kann zwar nichts machen, wenn er sich bewegt, außer euch Bescheid geben. Reicht. Ich bin hinter dir. Ja, das ist schön. Im Tower habe ich noch 2 Mann, aber ich weiß nicht. Das ist eine, die bewegen sich wie nicht KI. Okay, wenn nicht sicher, dann nicht das Feuer öffnen. Achtung, Schütze! Bekämpft. Gut, gehst du dann rein? Ja, positiv. Achtung, noch ein Schütze! Bekämpft. Frei. Lagerhalle gesichert, Dexel, falls ihr reinkommen wollt. Ne, ich hab den zweiten Eingang erstmal noch im Blick. Ich bleib noch hier. Mal direkt zum zweiten vor. Beziehungsweise habt ihr jetzt alle erstmal Deckung? Tweak, fährt das weg. Ich check grad den. Habt ihr alle erstmal Deckung? Ja. Positiv. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn. Obwohl, so richtig aufgeklärt sind wir noch nicht. Ne, lass mich halt einfach noch drauf. Okay, dann los zum zweiten. An der Construction Site, am Rohbaugebäude. Da habe ich definitiv gerade einen Fahrzeugkontakt im hinteren Verlauf des Hauses gesehen. Okay, da kommt er nicht rein, oder? Da strahlt er raus gerade, der BTR kommt gerade links raus, Richtung Südost gefahren. Okay, dann bleibt das mal in Deckung. Ich liege gerade zwischen beiden Lagerhallen. Du kannst zurück in die alte kommen, der schaut jetzt gerade nicht. Der ist Richtung West, ne? Habe ich das richtig verstanden? Nein, Richtung Süd. Da ist jetzt gerade ein mehrstöckiges Gebäude und da ist er direkt. Einer lieber 50 noch Südwest, oben auf dem Rohbaugebäude drauf. Nicht die Baustelle, sondern rechts daneben. Backstein grau. Richtung 190. BDR, Sichtkontakt, positiv. Ich markiere ihn auf gerade. Tweak, geh mal ein bisschen von der Tür weg. Jo. Nee. Warte, ich mach dir zu. Frage, Kaliber 50?
Wenn möglich, dann ausschalten, positiv. Was mit von der Tür? Ja, der BDR war genau auf der gegenüberliegenden Seite, hätte ich sehr einfach durchschießen können. Alles gut, ne, da war am besten. Okay. Kannst du mal nach? Sehr gut. Achso, okay, jetzt ist in die Marker da. Adler und Wespe da rum. Wo ist denn Adler und Wespe? So, ist auf Karte markiert. Ach, die sind hier. Falke sehe ich. 800 Meter von hier. In dem Tower halt drin, oben. Aktuell aber kein Visual mehr auf ihn. Positiv, auch keine Einsicht mehr. Im zweiten Lager alle vor Rückenfrage. Positiv, macht das. Ne, warte, warte, halt, halt, BDR beim zweiten BDR. Positiv ist er gerade an der Lagerhalle vorbei. Distanz 55. Er verlässt das Gebiet, Lasten fahren. Meine 30 Sierra dann einrücken, vorbereiten. Warte, Herr Wolf, komm. Beschuss, ja, Beschuss. Ja, jetzt war ich. Okay. Herr Wolf, zu Ihrer Information, BDR abgerückt Richtung Süd, wird aber irgendwann wiederkommen, auf jeden Fall auf die Richtung mit Obacht geben kann. Ja, Adler, BDR abgerückt Richtung Süd, kommt wahrscheinlich wieder, komm. Positiv, Wolfende. Naja, da hat sich nur gerade jemand in dem Backsteinhaus gezeigt, auf den ich gerade gewirkt habe. Weiß nicht, ob er ausgeschaltet ist oder so, dass er schon reingelegt hat. Östlichstes Fenster, nördlichste Fassade. Geht ihr rein? Naja, wir versuchen das gerade langsam mit einer Flashbang zu machen. Positiv. Euer Kontakt, Heli oder sowas? Gesicht. Ja, Heli. Ja, 2x Mi 8 Transporthelikopter. Adler, Wolf, Eilmeldung 2x Mi 8 Transporthelikopter Richtung Südwest, komm. Frage, soll man drauf wirken? Stinger bis jetzt? Ja, negativ. Adler, soweit er kann, dritter Helikopter weiter westlich. Negativ. Okay. Wolf, Ende. Frage weiter zum Backsteingebäude. Halle gesichert. Weiter vorrücken, ich habe dieses Fenster im Blick, kann euch unterstützen von hier. Die Helikopter setzen zur Landung an. Direkt vor uns. Könnt ihr die bekämpfen, solange sie oben sind? optimale Schuss wird gerade auf Cockpit. Positiv, Feuer frei. Lade. Frage Raketenwerfer? Ne, ich spare den für den BTR zur Not. Wir haben noch mehr Richtung Süden, ebenfalls ein Heli. Süden landet ebenfalls. Die landen genau vor den Hangel. Okay, jetzt sucht der Steckung, wirkt von da aus, sobald sie abgesetzt sind. Weg bereit machen. Ja, ich nehme mich mal an.
Es leckt. Granate raus. Ja, positiv. Schön. Oh, der ist voll besetzt. Infanterie setzt ab. Ja, voll frei. Zweite Granate. Leider. Sieht gut aus, Jungs. Immer noch besetzt, der zweite. Jo. Wie beim Mohin schießen hier. Naja, ich bin ein bisschen verwundert, leider. Da sitzen immer noch jede Menge drin. Halt aber die Jungen noch auf euch. Ja, momentan alles gut. Zweiter Heli, immer noch Infanterie im hinten drin. Naja, erster auch. Ich hab leider keine Granaten, sonst kann ich hier nicht wirken. Tweak, hast du noch eine Granate, Splitter? Tweak? Positiv. Okay, komm mal. Den zweiten Heli eine Granate drauf? Komm mal her, komm mal auf meine Position hier. Oder. Okay, dann los. Ja, Achtung, Vorsicht, geht in Deckung, Tweak wirft. Oh Gott, die ist zu kurz, oder? Ja. Weil ich gelegen bin. So, und der User ist am rechten Ende vom Mesh-Decking-Gebäude. Der zeigt uns mittlerweile nur seinen Arsch noch. Also okay. Von hier, von meiner Position, wo ich schieße gerade mit der AK, kann ich ihn außerdem noch sehen. Optimal. Okay, Moment. Er zeigt uns einen Arsch, ist aber auf uns ausgerichtet? Ja. Nicht so schön, ne? Entfernung, hast du da was für mich? Dürften um die 300 sein. Genau kann ich nicht sehen. Der BTR ist definitiv noch aktiv. Grüße, ich kriege einen Empfehlungsmesser bei. Alter, das leckt schon wieder. 320 Meter. Der feuert gerade Richtung Nord, kann er sein? Ja, weil gibt man wahrscheinlich verstanden. 325. Mit Gegenwind kannst du also mit 300 rechnen. Ah, ja, aber hin um Zaun, ne? Ne, ich glaube nicht mehr. Negativ, kein Zaun in Sicht. Okay, 325. Ja. Machen wir 350. Warte. Okay, ich versuch mein Glück. Ich habe aber nur einen Einschuss, ne? Jo. Okay, Rückschreitzone wäre dann frei, ja, ne? Denke mal, ja. Fox? Steht nicht, niemand hinter dir. Wenn ich prüfe, da sollte frei sein. Fox? Ja. Komm mal her. Ja. Und zwar habe ich hier ein Ziel für dich. Ah, ne, okay, ist bekämpft. Ist okay, Moment. Feuer. Kein Hit. Ah, leck mich doch am Arsch. Die eingeschlagen, bitte. Hast du keine PZF mitgenommen? Wir haben keine PZF, wir brauchen keine PZF. Ich glaube, in der Situation könnten wir vielleicht schon eine gebrauchen. Ich würde dir am liebsten noch eins geben. Ich hab einen Pilot hier! Was? Der Pilot steht immer noch beim Helikopter daneben. Ich dachte, wir machen gleich mal einen statt mal einen Hausbesuch ab. Ja, gleich. Wo ist der Pilot? Der. Eine Herzfrequenz von 131 BPM. Ganz da hinten. Ja. An dem Stein. Druck 35 zu stabilisieren sich jetzt erstmal. Da ist es hingelegt. Kannst du wieder aufhören zu wackeln, während es leckt? Das macht das Ganze nicht einfacher. Drück doch H. Nein, abgelehnt. Ich mag dieses Medical-Menü nicht. Ja, 129, ich weiß nicht, also ich. Infanterist neben dem BTR. Ich schieß mal noch nicht drauf. Ich nochmal ein Atropin, nee. Ey, das geht mir mega auf den Keks. Ach, das ist so. Der wahrscheinlich, was wir schon bekämpft haben. Das ist da angekommen. Ich warte schon die ganze Zeit, wo der mal rauskommt. Ist aber weit außen rumgelaufen. Ich wusste gar nicht, dass dieses Mehrstück-Gebäude da ein Kollisionsmodell hat. Das fällt komplett zusammen. Armer 2 Haus. Wo sind die einzelnen Stockwerke, kann man nicht. Hat jemand von euch noch Adenosin? Negativ. Moment, ich prüfe.
Wenn noch ein Atropin würde ich jetzt geben würde, würde deine Herzfrequenz steigern. Ich hab hier von dem ganzen Kram. Adenosin habe ich nicht. Hab ich glaube schon nie eingepackt. Okay, gut, dann haben wir es nicht. Das haben wir noch nie eingepackt. So, gut. Mann, Blue, ich wollte doch gerade zurückverlegen, ey. Hättest du mir nicht was Besseres geben können? Ja, Atropin hat jetzt seine Herzfrequenz von 160 auf 120 auf den Darf man Fall sich gehen. Noch nicht mal selber umbringen, ey. Ja, tut mir leid. Könnt ihr den Morphium geben, aber dann würdest du definitiv später umkippen und dann würden wir dich rausfliegen müssen, weil du dann eine halbe Stunde nur noch im Fliegen ist ja bist. Ähnlich. Ach, Mann. Wolf, ja, Adler, komm. Was, hier am Strand kann man locker. Was gerade, sie wollte ich auch anfunken, komm. Ja, Adler, TPZ ist absolut nicht funktionsfähig. Die können zwar Kisten einladen und alles, aber die können nicht einsteigen. Fliegen die Sachen jetzt ein, irgendwo nähern und langsam vom nördlichen Tower, dann versuchen Landezonen dann übers Flugfeld verteilt, Richtung Südost einzurichten, dass wir in die Nähe kommen. Ich habe ja auch einen Haufen Medivacs noch. Ansonsten versucht zu den Hangern erstmal rüberzukommen, Richtung Westen direkt von dir kommen. Ich soll es einfach ausladen. Wir haben hier noch Kontakte südlich, Helikopter, der da gelandet ist. Den nehmen wir uns jetzt auf jeden Fall noch vor in der Zeit, komm. Ja, Adler, so verstanden. Also wenn es nicht mehr geht und deine Munition mehr findest, weil du den Feind auch schon leer geschossen hast, dann ja, Richtung Westen zu den Hangar. Hier haben wir jetzt erstmal verletzte Sammelstelle und so weiter. Adler, ne? Okay, Jungs, bereit machen zum Abrücken. Richtung wir jetzt zum Haus? Ne, wir umgehen die ganze Sache jetzt erst zum Haus. Östlicher Bereich, tief. Vom Haus aus dann erstmal zum Helikopter. Machen den Blatt, beziehungsweise versuchen vom Haus aus auf den PDR zu wirken. Wir kommen. Vorsicht, ja, ich krieg auch Beschuss rein. Da, lass mich in den Stein. Tweak, bist du noch? Ja, okay. Er rollt sich runter. Tweak braucht einen Sunny. Okay, bleib da erstmal Tweak. Geh hier vor und übernehm die Position. Nee, ich bin gar nicht getroffen. Lol. Okay. Warst du unterdrückt oder was? Okay, können wir abrücken? Ja, klar. Okay, dann tief, wie gesagt. Ich lauf schon mal los. Ja. Lauf schon mal vor, Chaser. Und dann müssen, wenn Adler jetzt einfliegt, Lexe. Ja? Wollen wir nicht Feindbeschuss vortäuschen? Und dann? Streamst du? Ja, naja, stream nicht, ich nehme auf. Ja, dann lassen wir's. Hab ich jetzt wieder für eine Taste gekriegt, dass ich nicht schneiden kann? So. Ich halte euch echt nur auf, das ist völlig von Arsch gerade. Du hast jetzt noch einen Spezialauftrag, du musst jetzt den BDR noch ausschalten. Hab ich so verstanden. Du bist Axel? Ja? Jetzt haben wir zwei Schnecken hinter uns. Die Tür kann irgendwie auch nicht mehr schnell gehen, gerade keine Ahnung. Okay. Ich hab noch ein Oral hier, sehe ich gerade. Ja, steht schon die ganze Zeit da drüben. Ja. Ich hab's aber jetzt erst richtig identifizieren können, was das genau ist. Ich bin rechts bei dir. Hm? Oh. Aber Lex. Ein Mann immer noch direkt neben BDR. Schaut in unsere Richtung. Ja, hat wahrscheinlich auch gerade eben auf uns gefeuert gehabt. Er hat nur eine Pistole in der Hand. Trotzdem, weißt du, oh, yeah, yeah. Weißt du, wie das ist? Ich nehme mal den mal vor. Dann nehme ich den mal vor. Ist doch kein Rauch werfen, du Assi. So ist down. Kaliber 50, südwestlich auf Baustelle, besetzt. Noch ein Mann links davon. Oh, schießt auf mich, ja. Was? Warte mal, ich muss ja weg, ganz kurz. Lexe, verstanden? Kaliber 50 auf Baustelle, besetzt. Ja, besetzt. Wäre gut, wenn wir es ausschalten. Na dann, Feuer doch, Feuerstelle ist grün. Ja, mit warte was mal. Denn? Mit dem schwunzen Ding hier, oder was? Du hast dann Visier. Na warte, lass mich durch. Achtung, Kreuzer. Warte mal, lass uns mal versuchen. Achtung, linksseits vom BDR immer noch ein Mann. Unterdrückt ihn. Mausrad. Ich push dich hoch. Für die Sache. Mach nochmal, ich hab schon accepted, aber. Komm mal.
Auf der Baustelle, Kaliber 50. Auf der Baustelle, links seitlich. Muss weiter nach rechts, du guckst auf die Feuerwehr. Viel weiter links. Na, hast du denn Einsicht drauf? Na, dann feuer doch! Das ist doch nicht wahr! Feuer, da ist grün! Feuer frei! Oh na, hau nur um. Kommt ja gar nichts an. Hast du richtig eingestellt? Ah, jetzt ist er umgefallen. Okay, kam doch was an. Gut. Alles klar, Chaser, pass auf, linksseits davon immer noch Infanterie. Chaser, Tweaker bleibt hier, ihr nehmt euch den BTR vor. Eigentlich von hier gutes Schussfeld. Oh, sogar relativ nah. Ich hab ihn gesehen. 200 Meter. Blue, wir zurück zu den Sandbarrieren darunter. Wir rücken jetzt vor von Stein zu Stein zum Heli, clearen diesen Heli noch. Okay. Deckt aber. Und los. Trocken aus, ja, da ist ein Steinchen. Ist der scheiß Heli hin? Da links ist die nächste. Ah ja, alles klar. Okay, die große Steinformation davon. Ja, alles klar. Die direkt davor ist. Ja, ich springe. Ja, okay, springen wird nichts. Waffenanschlag ist eher. Das ist, glaube ich, auch sinnvoller. Ich soll den BDR endlich ausschalten. Wenn der aktiv ist, wird er uns über den Haufen ballern. Schalt den BDR aus, los. Oh, da ist noch einer. Oh. Bekämpft, mein Gruppenführer. Das war aber ganz schön haarscharf. Am Arsch, das Ding brennt. War Infanterist. Wolfen. Recht voraus. Geh erstmal ran in die Steine und Feuer wieder. Ja, wir haben auch aus dem Rückraum haben wir auch Beschuss, ne? Ja. Das nützt ja jetzt nichts. Ja, das sind die zwei Piloten. Links? Ach, okay. Ost, links, ganz links. Ja, zwei Piloten direkt voraus. Strand Richtung Ost. Ja, na egal. Ganz Wechsel, Achtung, und große Patrouille Richtung Ost, mindestens 10 Mann. Ja, unterstützt uns. Dann machen wir erst die Piloten, dass wir da einen. Ja, ja, klar. Okay. Wir stehen hier auch unter Feuer. Ah, das wackelt so sehr. Wow. Schießt du? Ich schieße. Ja, okay. Okay. Ich glaub, den einen haben. Eine AK. Einer ist down, kann das sein? Ja, einer ist down, der rechte ist noch. Ach, ist was denn der? Der ist rechts davon, so halb im Gras, das sieht man so ganz schön beschissen. Richtig? Wirft Rauch. Ist down. Okay, gut. Okay, verlagern mal Richtung Strand. Okay, wir unterstützen mit. Letztes Magazin. Wir sind auch verwundet. Wo sind die? Noch weiter, da müssen wir noch weiter vorrücken. Brauchen wir aber irgendwo was mit. Ja, warte. MG leer! Lade mal, ob noch halbes. Also wenn, dann müssen wir schnell sein. Ich will nicht auf dem Engpass. Da vorne ist Rauch. Ja. Ja. Hier ist Deckung. Hier ist Deckung, ja. Die Frage ist, ob die halt hier hochkommen. Du hast noch keine Einsicht. Okay, geht mal noch, geht mal noch ein bisschen in Deckung. Wir haben aktuell Deckung. Wenn die hier kommen, können wir so eine Feuer nehmen. Wir haben nur aktuell noch keine Einsicht drauf. Positiv, wir versuchen sie zu markieren von unserer Position. Dann sieh mal zu, dass du irgendwo Munition herbekommst oder irgendwas. Unten bei den Sandsäcken zur Not sind zwei AK-Schützen, die haben auch noch Munition und zwei AKs. Der soll einfach zurück in das Backsteingebäude gehen. Da sind oder dann, ja, Backsteingebäude, da ist noch genug Munition. Da flattert was. Das dürfte aber die Logistik sein, wenn die jetzt auf die 8-Mann-Patrouille da unten stoßen, wäre das nicht so super. Flattert was? Flattert was, ja. Okay. Hast du die Ecke da unten im Blick? Also hast du eins? Naja. Schau auch Richtung Ost. Nur, dass du Einsicht hast auch, oder nicht, dass irgendwas im Weg ist oder so. Schwierig, ich habe einen Busch vor mir halt und einen Baum, aber. Ist auch leicht. Wechsel, Ziele befinden sich bei Lima, Mike, Lima. Etwas nordwestlich davon.
Alles klar, sobald wir das sehen, öffnen wir das Feuer. Auf Karte markiert. User joined your channel. Sind die wahrscheinlich noch von ganz vom Anfang, hm? Die wir da schon mal aufgeklärt haben? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und Knappers. Wusstest du mich mal links von dir? Mhm. Ich bin eh nur sehr begrenzt. Könntet ihr schon was ausschalten, oder? War das jetzt ein oder was war das jetzt? Negativ, noch nichts bekämpft. Weißt du, wie ich es nicht leiden kann, wenn Leute in diesen Channel kommen und keinen Taskos anhaben? Und dann anfangen zu flüstern, als würde man sich hören. Ist wohl wahr. Na, da jetzt. User was moved out of your channel. Ja, Pick ist ja knallhart. Er hat aber auch einen zweiten Monitor, muss man dazu sagen. Habe ich auch, aber das Taskforce, das mache ich dann meistens immer, also minimiere ich dann. Ach, die rücken nicht vor, solange die hier auf Chaser fallen. Ah, das ist halt der Knackpunkt so jetzt. Lass, jetzt mal, lass die mal noch ein Stück vorrücken, weil sonst können wir hier nicht wirken. Weil, hast du noch, wir haben ja nicht. Wenn wir aus der Deckung gehen, werden wir gleich beschossen. Außerdem ist bei mir gleich Mono alle. Ihr sollt doch in Deckung bleiben und euch Munition besorgen. Ist nicht möglich von unserer Position. Über Rollfeld auf Backsteingebäude? Nicht? Durchs Gelände nicht möglich. Die schießen quasi über freies Gelände nach oben und sehen uns egal wo. Das Haus ist doch oben auf dem Hügel. Wenn ihr da Richtung Westen runter Richtung Rollfeld geht und dann wieder Richtung Backsteingebäude, geht das nicht? Habe ich gerade versucht, ich wurde gerade völlig zerlegt. Du willst doch nur zerlegt werden, gib's zu. Negativ. Oh, der Schütze? Wo? Der erste kommt gerade über den Berg rüber. Ich sehe nur den Helm, aber ich schieß noch nicht drauf. Alter, wo siehst du den? Nordost auf Gradzahl. User joined your channel. Ja, 61, 62. Na, 65 sogar. Ah ja, ich glaube, ich habe gerade eine Waffe gesehen. Da ist genau ein Blatt davor. Leck mich doch mal euch. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ja, das ist mal wieder hingelegt, leider. Ja. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ich habe ganz kurz hier noch eine Waffe gesehen. Ja, wieder Helm. Grenadier ist das. Ja. Ah, Feuer frei. Und bekämpft. Ja. Mit der AK geht das richtig gut, ey. Das geht gar nicht. Dafür habe ich jetzt gerade ein Trauma von wegen dir. Hast du keinen Schalter für das Ding gefunden? Nee, kein passenden auf jeden Fall. Also wir sind jetzt eigentlich sicher, wir haben eine Position. Von hier oben kann es nicht sinnvoll wirken. Kommt ständig Beschuss rein. Ja, siehst du das? Kannst du die Waffe nicht auflegen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das nicht irgendwie eigener Beschuss ist, ehrlich gesagt. Eigentlich, wo wir sind. Kommt viel zu. Wir stehen auf, instinktiv kommt der Schuss, ich frage mich. Ja, hier auf der Seite geht's. Da hinten ist auch noch ein Camp übrigens, ne? Ja, auch gerade gesehen. Ich gehe mal davon aus, dass es schon gesichert ist. Liegen zumindest Leichen davor. Was geht jetzt ab? Auf was schießen die? Kommt auf jeden Fall ein Hubschrauber rein und die AA ist noch nicht ausgeschaltet. Es sind drei Kessmarkierungen auf Karte markiert. Vielleicht haben die auch das Gebäude gesprengt. Ja, hier ist auch ein Hubschrauber abgestürzt. Wie sieht die aktuell aus? Meine ich prüfe. Zeit ist ruhig, ja? Also die zwei Anti-Airs kannst du jetzt mal versuchen auszuschalten. Zur Zeit ist ruhig. Lexi, Entfernung 255 Meter. Richtung 255. Einmal rechts, okay, ja, wir vorne haben, die Echo. Ja, Position bezogen an Straßennähe.
Wir sehen hier aktuell nur einige Leichen, aber ansonsten können wir keinen Vorschuss von irgendeiner Weise aufklären. Bekämpft, einer links down. Hinten, Entfernung 292 Meter. Das lag. Da, wo gehen die Schüsse hin? Ich verlasse jetzt aktuell meine Position, down. Wenn noch was aufgeklärt wird. Ja, noch einer links. Ist der noch aktiv? Ja, der dreht sich. Ja, down. Jetzt bekämpft. Okay. Warte, ja, Wolf, komm. Ja, warte, komm. Hier, Wolf, 3AA-Stellung rechts neben der Feuerwehr, also nördlich der Feuerwehr, ausgeschalten, komm. Ja, Adler, ich will auch nochmal 3AA-Stellung ausgeschaltet, komm. Positiv, Wolf, Ende. Adler, nimm wieder auf, vielen Dank, Adler, ne? Oh, 6 FPS, wow. Hier auf jeden Fall nicht zu weit nach außen. Kommt immer noch Beschuss rein. Ich darf da nicht hin, komm ich nicht mehr zurück. Aber ich stell mich hinter dich und geb dir Distanz. Ja, fuck. Das war der Boden. Distanz 766. Inclination Angle minus 3. Alter, das bringt mir ja gar nichts. Komm, Atrix. Saubere Kopfschüsse, weil wir hier sehen. Ja. Hast du noch Akami? Flattert ja auch gar nicht. Ebenfalls Hubschrauber Merlin. Oder halt, was auch immer. Zurück. Ja, das war ein Treffer, glaube ich. Alter, hör doch mal auf. Wer ballert denn hier? Hallo, Wakpa. Klick, 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 klick. Déjà-vu. Kommt auch einer 90 aktuell. Ja, ne. Das ist ein Truppennachverlegungshelikopter. Das ist der andere Müll da. Achtung, Ärger, wir kommen unten rein. Boah, ja, Gruppenschauschütze. Ach, wo ist der Ärger? Oh, hallo? Treffen einfach nicht mit dem Ding hier. Ballert ihr hier gerade? Jawollo. Klingt immer so, als schlägt er irgendwo was ein. Ja, schlägt aber auch was ein hier. Jetzt läuft er noch davon. Wespe hier, Adler 1, komm. Ja, hast du jetzt gerade hier, Wespe, komm. Ja, Adler 1, Frage, wie weit ist euer Gruppenscharfschütze? Ich will schon meinen Triumph feiern. Aktuelle Gruppenscharfschütze im Compound von Wolf steigt hoch und denke ich, werde jetzt hier noch einen Blick das Feuerkampf aufnehmen können. Adler 1 verstanden, Ende. Jungs, warum steht denn da unten ein Arsenal? Ignorier das einfach. Wir haben es auch nicht benutzt. Komm ich denn hier hoch? Hab ihn, oder? Kann das sein? Nein, da steht noch auf. In den Aufzug hat's eine Leiter. Von 3 Schütze gerade und. Du musst auf die erste Leiter und wenn du auf der ersten Leiter bist, musst du die zweite schon auswählen. Dann kommst du hoch. Alter, geh doch mal drauf hier, verdammt du Arsch. Ja. Mein letztes Magazin. Ich fahre nicht mehr. Danke. Jetzt kamen Schüsse in seine Nähe, jetzt rennt er davon. Fliegen, ja, jetzt hört mal auf zu feuern, lass ihn mal rumstehen da. Ich bin liegend durch die Feuerwache durchgeflogen. Ich bin hier den halben Tower runtergerutscht, stand dann wieder um und war im Arsch. Ich hab dich noch schon unten gesehen. Hast du noch was für die AK? Ich hab nämlich noch ruhige Hände, ich kann noch feuern. Zwei Ziele sind noch fort. Komm schon, ich komme schon. Ja, 760 Meter. Aber die hauen ab. Halbala. Wo hab ich einen von 900 Meter getroffen, war ich ganz überrascht. Und jetzt geht's sicher nicht. So, Ziel Richtung 159 Grad. Entfernung 758 Meter. Ja. Brauchst du noch was oder? Alter, was ist denn das? Gruppenscharfschütze mit RGW. Hast du Sichtkontakt? Der macht den Blue, heißt das. Den Blue. Zwei Mann sind da. Einer steht aktuell.
Ein zweiter rechts davon bewegen sich aktuell Richtung West. Rücken wohl ab. Bis dass mein Arm verletzt ist und das wie sie wackelt wie so. Jetzt liegt der eine, oder? Nein, der eine hockt. Jetzt legt er sich. Ich sehe aber aktuell nur einen. Wo ist der andere? Einer, Moment. Müsste rechts hinter dem Baum sein gerade. Jo. Ja. Kein Sichtkontakt. Boah, süß. Aktuell auch keinen mehr. Ja doch, bewegt sich von links nach rechts, den Rücken ab. Aktuell beim Stein, bei Wasser. Nee, ist das schon Wasser? Ah ja, sieht so aus, ja. Hockt. Ah, ja, okay. Ich geh schon mal. Jetzt legt er sich, ja. Die scheinen abzuhauen. Können wir Rücken ab. Ja, muss ich auch. Ich frag den Gruppenführer. Das ist lange gebraucht. Ich dachte, es gibt keinen mehr bei euch. Oh ja, die ganze Zeit. Ja, das war Gepard, die Probleme hatten. Achso, Entschuldige, ich komme hier durcheinander bei den ganzen Leuten. So viele verschiedene Menschen, ne? Tschüss, Walla. Tschüss. Viel Spaß noch. Ja, wenn ich jemand finde. Ö mit Ö.